Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK. So, Freunde, kurzes Update. Ihr seht schon, wir haben die Base ein klein bisschen vergrößert. Huch, zeige ich euch gleich. Wir haben davor ein B-Mod-Gate aufgestellt mit einer kleinen Wand. Zur Sicherheit ein paar Fundamente hingelegt. War ein bisschen risky. Wir hatten Besuch von einem kleinen Kano, ein Dilo. Den Dilo haben wir gezähmt. Ein Teri war da. Den Teri haben wir getötet. Aber der Kano, der liegt. Und der ist gleich fertig. Der ist nämlich 135 gewesen. Männlich zwar leider, aber why not, ne? Ein gratis Ding. War ziemlich knapp, der war fast tot. Den werden wir jetzt dementsprechend zähmen. Dann können wir damit noch ein bisschen leveln. Uns fehlt noch ein Level. Ein einziges. Damit wir einen Rex-Sattel machen können. Ich möchte mich aber schon mal langsam so um diese Breeding Station kümmern. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt so ein bisschen rein. Wir werden schon mal nebenbei Fundamente machen. Der Kano, wie gesagt, ist gleich fertig. Dann können wir den auch schon mal ausführen. Aber ja, die Breeding Station würde ich jetzt am liebsten da vorne machen, wo die Tore stehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufbaue. Einfach mal ein bisschen Freestyle drauf losbauen. Soll nichts Besonderes werden. Kriegt einen eigenen Generator, einen eigenen Futtertrog und solche Späßchen halt. Aber es soll ein Platz werden, wo ich die Dinos halt ein bisschen besser parken kann. Nicht so im Eck da hinten. Und dann kann das halt nebenbei immer schön ausbrüten. Und ja, ganz ehrlich, dieses Bausystem, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es macht einfach Spaß. Und damit kann man, glaube ich, ziemlich gut arbeiten. Wir können jetzt schon mal den Kano-Sattel holen. Ich glaube, wir hatten einen ziemlich guten. Da ist er fertig. Ups. Oh, du bist aber schnell, mein Freund. Diese Zähne. Diese Zähne sind einfach so süß. Gehen wir so wie hin. Moment, machen wir mal Fotomodus. Hier werde ich ein bisschen besser ins Licht. Können wir hochgehen? Das ist gar nicht. Einfach nur ein paar Fotos machen. Und halt den Fotomodus mal ein bisschen austesten. So, Kanu-Sattel. Kanu. Dachten, wir hätten einen. Schade, ich dachte, wir hätten einen ziemlich guten gehabt. Oder haben wir nur einen Blueprint? Aber auch nicht. Wie bin ich denn darauf gekommen, dass wir einen Kanosattel haben? Dann kriegst du normalen. Ich hoffe, wir haben noch das Leder. Kano. Das sind Fasern. 9. Hier ist noch ein bisschen was drin. Müssen wir auch farmen. Aber das geht schnell. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Dann kriegt er auch seinen Sattel. Müsste dann auch endlich ausrittbereit sein. So, und wir gucken mal. Wir haben noch die. Und wir haben noch Ceilings. Ist ziemlich gut. Hier, bitteschön. Ich glaube, dich nennen wir mit C Elben. Du bist natürlich völlig überladen, weil du nichts aushältst. Nicht so schlimm. Wir wollten ja eh bauen. Aufheben. Aufheben. So. Wir haben jetzt hier eine ziemlich freie Fläche. Gehen wir bis ans Ende und machen da erstmal ein Fundament hin, dass wir so einen Startpunkt haben.
Was wäre denn da so optimal? So wäre es, glaube ich, schön. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Drei. Das war so die grobe Richtung, zumindest hinbekommen. Wie gesagt, muss ja nicht riesig werden. Wir brauchen Steine. Machen wir erstmal die sechs Fundamente. Und bewegen uns dann in der Slow Motion zurück. Die Idee war ja eigentlich auch erst die Air Conditioner nach unten zu legen. Also quasi hier drunter, aber. Da müsste ich das Ganze wieder so hoch machen und das möchte ich dann doch nicht. 3, 4. Wieso funktioniert das hier nicht? Oh, da hatte ich drei. Dann halt so. Fehlt uns? Tetsch. Ein bisschen Stroh fehlt. Oh, hier liegen Eier. Also unsere Eierproduktion klappt auch wunderbar. Muss man sagen. Oh, hallo Drop. Hab dich gar nicht zur Kenntnis genommen. Wo bist du? Bist du männlich? Oh ja, dann brauchen wir dich. Komm mal her. Komm mal mit. Einer von euch beiden reicht eigentlich. Aber wenn ihr es schon so anbietet. Gute Nacht. Oh, Metall. Das ist natürlich immer schön. Und das sind unsere neuen Eierleg, Batterien, Tiere, whatever. Das kann weg. Ich glaube, das ist auch so mit die erste Waffe, die wir wirklich gefunden haben, oder? Gar nicht sicher. Was man schluckschen drehen kann. So, Set schauen wir wieder. Dann nehmen wir noch mal eine Fuhre Holz mit. Oh, da kommt sogar noch gelber runter. Ich liebe das. Ich liebe es einfach, diese Drops zu looten. Das macht einfach Spaß. Aha.
Ein Fundament noch. Das. Und dann brauchen wir davon eine Menge. Reicht das von der Größe her? Wenn wir hier so die Dinger hinpacken. Hier zwei Futtertröge, da hinten Generator rein. Vielleicht noch. Vielleicht können wir da noch Kühlschränke reinmachen. Für die Eier. Das habe ich jetzt zwei gemacht. Verstehe ich nicht. Du könntest ja noch ein bisschen nach vorne ziehen und dann mit Rampen da quasi runter. Oh ja, jetzt dürfen wir wieder craften. Eieiei. Da habe ich mir was vorgenommen. Immer wieder das Gleiche. Nicht vorbereitet. Einfach drauf loscraften. Und dann stehen wir hier und craften Sachen. Das Schöne ist, dann kann man Kaffee trinken. Heiß, 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 heiß. Ja, da müssen wir natürlich noch ein paar Airconditioner machen. Wir brauchen einen zweiten Generator. Ich glaube, einen Generator haben wir noch gefunden. Aber dann können wir noch Benzin machen. Kühlschränke. Zwei Stück sollten reichen. Futtertröge. Reichen auch zwei Stück. Machen wir separat. Einer für Fleisch, einer für Beeren. Damit wir es gleich schön haben. Und dann bauen wir da jetzt nicht eine riesen Hütte hin, aber eine kleine, zumindest eine kleine, feine oben drauf, damit wir ein kleines Dach haben. So, Arthur, du kommst mal mit. Wir gehen mal zum Drop. So, die Hälfte vom Level ungefähr haben wir auch. Es wird leider dunkel. Und die andere Hälfte können wir dann ja eigentlich mit dem Kano machen, ne? Den Kano ausführen, schön auf Damage leveln. Ariano, Sabertooth und Megalodzeros. Drei Sättel. Ist gut. Aber uns fehlt immer noch ein Blueprint für eine Longneck. Das wäre noch was richtig Feines. Das wäre noch mal was richtig Feines. Oh, diese Snap-Points, ne? Das ist so wunderbar. Man kann einfach durchspammen. Bis man keine mehr hat und noch mehr craften muss. Wie viel bauen wir denn noch? Zwei Stück, die machen wir noch fertig. Ich mag diese leicht eckigen Bauten. So halt nicht 0815. Guten Morgen, wie geht es dir? So. Dann haben wir die Sättel, die weg können. Ne, brauchen wir denn noch Platz dafür? Nein, das Holz bleibt hier. Thatch sollten wir nochmal mitnehmen. Beziehungsweise können ja mal hier draus craften. Wir haben ja hier auch noch eine Menge. Ah, 25. Das sollte passen. Das müssen wir ganz kurz abwarten. So, gucken wir nochmal. Wegsattel war 74, ein Level davor. Ich freue mich, den auszuführen. Der hat bestimmt auch Lust. Und dann irgendwann noch einen zweiten. Oh, weiblichen, 150. Mach. Man darf ja ein bisschen träumen, ne? Na komm. Ich will laufen. Crafte schneller. Wie viel braucht er denn pro eins? Also pro Stück. Ja, jetzt können wir zumindest gleich ein Stück schneller laufen. Stück ist gut. Slow-mo. Da kommt der nächste Drop runter. Was ist denn hier los gerade?
Also ihr seht, man kann schön auch mal AFK in der Base rumstehen und dann. Oh, da hinten ist ein Ei. Wir müssen zu den Eiern. Wir brauchen Eier. Ich krieg dich. Können wir demnächst auch mal richtig imprinten mit Kibbel. Und die beschweren sich dann auch nicht mehr. Ah, der Drop ist schon unten. Ach, wir brauchen noch mehr. Ja, viele sind es nicht mehr. Dann gehen wir kurz den Drop holen. Es fehlt uns dann noch Stein als nächstes. Auch noch eine Ladung mitnehmen und unterwegs craften. Das geht. Moment, was? Oh, ich habe die Dinos vergessen. Glück gehabt. Glück im Unglück. Es macht da langsam was her. Long Neck Blueprint, Long Neck Blueprint. Weil ohne das, ohne einen guten Long Neck, ich glaube, da brauchen wir den Giga, den wir mal gesehen haben, gar nicht angehen. Ich glaube, so viel Crossbows habe ich nicht. Da kann ich mir das Nüsse hinstellen nehmen. Appetoren. Nee. 8 Bier. Naja, guten Morgen, sag ich dazu, ne? Erstmal zum Frühstück ein schönes Bierchen. Du warst, glaube ich, Low Level, ne? Ja, Level 10 leider. Da würde ich mich. Und schön Teri wäre auch was Feines. Oh, ist das dunkel geworden. Und die Babys fliegen wieder. Nicht mal die habe ich unter Kontrolle. So, so. Reicht das, was wir haben? Sehr schön. Dann würde ich sagen, holen wir mal den Generator, ein bisschen Strom. Ist er denn? Wo ist er denn? Generator? Hallo? Wir sind sogar Fundamente. Ich sag mal, bin ich blöd? Okay, wir suchen. Wir können dann schon mal die hier aufstellen. Whoop. Hey, aufheben, aufheben und aufheben. So, komme ich wieder raus? Ja. Hätte gern aber noch ein paar Klimaanlagen. Was fehlt denn dazu? Ich gehe mal von Metall aus. Das,
Das. Boah, wahrscheinlich wird Poli fehlen, ne? Bisschen haben wir noch. Nehmen wir das noch mit. Ja, nehmen wir das Zement auch mit. Struktur, elektrisch. Erstmal anstellen. Wir brauchen noch zwei Kühlschränke. Kristalle fehlen. Elektrisch 1 und jetzt fehlt Poli. Eine Lampe will ich auf jeden Fall auch haben. Zwei sogar. 46. Okay, es geht. Kühlschrank. Was fehlt uns dann? Metall. Da haben wir vorgesorgt. So, wir haben da drei Stück. Hier. Electronics. Ach so, hatten wir noch Wände? Das war schon mal grob. Holzfänder haben wir nicht. Gucken wir gleich nochmal. Da können wir welche machen, sehr schön. Oh, noch ein gelber Drop. Die erste Wand ist gleich falsch gesetzt. Das ist doch wunderbar. Die machen wir aber diesmal zwei hoch. So, der Generator kommt dann mittig. So, Kühlschränke können wir dann. Oh, ein bisschen Abstand. Dahin machen. Licht. Wir platzieren es erstmal hier so. Hier war das. Genau an diesen Ecken. Kann sein, dass wir die nochmal umstellen müssen. Und dann würde ich jetzt ganz gern mittig das bauen. Der Generator war mittig. Wenn möglich natürlich gerade. Ich dachte gerade. So. Egal. Zack. So, du hast das noch, das noch, das noch. Struktur, elektrisch. Wie viel kriegen wir noch hin? Zwei Stück.
Jetzt fehlen Elektronics. Ja, die müssen wir echt mal farmen irgendwann. Aber für den Anfang sollte das ganz gut passen. So, und hier in der Mitte können wir dann schön die Eier reinwerfen. Achso, wir haben noch keinen zweiten Kühlschrank. Doch, haben wir. Ups. Guten Morgen, ja, das sehe ich auch so. Ist zumindest nicht so eintönig und nur viereckig. So, jetzt wollte ich noch Futterdruck machen, ne? Was fehlt uns denn da noch? Zwei Stück haben wir gesagt. Holz und Metall. Holz. Fasern. Uns fehlen echt Fasern. Wo habe ich denn jetzt mein Werkzeug hingepackt? Ja. Nein, dich kann ich nicht abbauen. Warst du der Männliche? Ja. Und hör auf, mich anzukeifen hier. Ich hole jetzt Fleisch, damit ich dich gleich eintüten kann. Jetzt krieg das nie hin. Okay, okay, ist ja gut. Dann komm gleich mit. Komm. Herr Fuß. So, ich zeig dir dein neues Frauchen. Quasi eine kleine Zwangsverheiratung. Stell dich mal bitte hier hin. Und du darfst natürlich auch passiv sein. So, wir wollten noch einen Futterdruck machen. Den stellen wir jetzt noch auf und dann gehen wir mal ein bisschen mit Calvin unterwegs raus, um Fleisch zu holen, Futtertröge voll zu machen. Und das letzte Level von unseren Rex hinzukriegen. So, wo würden wir euch denn beide hinstellen wollen? Ich würde sagen, später soll ja hier eine Rampe runter. Quasi so. Ja. Und das hübschen wir natürlich hier auch noch auf. Das heißt, wir können hier die Futtertröge hinmachen. Alles so ein bisschen abstrakt. In meinem Kopf ist es nicht mehr abstrakt, aber das werdet ihr dann entsprechend sehen, wenn es irgendwann mal fertig ist. Gut, pack mal den ganzen Wisch mal weg. Und dann gehen wir mit Calvin ein wenig Fleisch holen. Das kommt erstmal alles hier rein. So, mein Freund, mal gucken, was du kannst. Das Schöne bei dem Kanu ist, er hat nicht mehr das Stampfen wie früher drin. Muss man ja sagen. Das hat einen schon echt genervt und mittlerweile ist es schön gemütlich, ruhig. Zack, 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 zack. Und du hast drei Level. Ich würde sagen, du gehst voll auf Melee. Okay.
Kelvin, guck mal, was wir gefunden haben für dich. Hi. Ein weiblicher 25. Ich glaube, den nutzen wir dann später zum Eierlegen. Moment, können wir dich schon mal betäuben? Wenn du da so stuck bist. Mal gucken, ob der Crossbow noch reicht. Ja, perfekt. Cool. Easy. Autsch. Ah, der ist auch relativ schnell für so ein Dino. Gut, erstmal kacken. Ganz wichtig. Und erstmal ein Baby töten. Mutter töten und so weiter. Komm her. Welches Level hast du eigentlich? Komm, ja, alles klar. Bleiben Sie stehen und sterben Sie bitte einfach ehrenvoll. Danke. Ja. Zerfleischen hier Piranhas. Stimmt, der hat auch einen Rechtsklick gehabt. Zwei Level. Zwei? Nur? Kommt da noch was? Nein? Okay. Hi, Baby. Dann machen wir mal schön den Futtertrog voll, ne?